Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bei mir das Mikov Praktik. Ich würde sagen, wir gehen Tabletop, gucken uns das an. Ja, so, jetzt gehen wir mal Tabletop, gucken uns das Messerchen an. Wollen wir ein bisschen drüber reden. Okay, Tabletop. Nein, doch. Oh. Und nein, doch. Oh. Ich? Sie? Nein, doch. Oh. So, Mikov. Hatte ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt. Also Mikov ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ein alter tschechischer Messerhersteller, der auch im Osten Deutschlands produziert hat unter anderem, so behauptet man, auch für Victorinox gebaut, vielleicht auch für Wenger, das weiß ich jetzt nicht. So, da gehen wir erstmal reden wir mal drüber, dass jemand sagen könnte, das sieht ja aus, zum einen, ich mag das Gebamsel von diesem Ding hier nicht, überhaupt nicht, da stehe ich nicht drauf. Allerdings, ich hebe die immer auf, also wenn jemand solche Teile hat und schmeißt die immer weg, schickt sie mir, Luftpolsterumschlag, klebt 1 Euro drauf, den kriegt der PayPal Family and Friends zurück. Ja. Das ist ein 110er Modell. Ja. Könnte jeder sagen, die bauen das nach. Meines Wissens nach oder meiner Information nach haben die für Victorinox gearbeitet. Von daher finde ich das nicht so schlimm. Außerdem sagt man, ist so ein Copyright, also bei den, ich meine, 70 Jahre nach dem Tod des Erfinders oder wie auch immer, je nachdem, auf den das geht, endet so ein Copyright oder so ein Urheberrecht. Das ist jetzt bei Messer Designs ist, ich meine, das ist ja jetzt nicht 1:1 abgekupfert, aber es sieht ja schon ziemlich danach aus, ja. Lief von der Ergonomie, ihr seht, das ist auch ein bisschen an die Hand angepasst. Ergonomisch ist das Messer hier ein Volltreffer, ja, keine Hotspots, obwohl ich hier hinten das ein bisschen bemängeln muss, ja, das hätte man vielleicht ein bisschen weiter reinlaufen lassen können, ja, dass es komplett mit abschließt, dass man das mit dem Nagel schiebt, weil ich glaube auf die Dauer, wenn man da länger richtig hart mit arbeiten muss, kriegt man Hotspots, ja, ultra geiler Flachschliff. Eine Mikrophase drauf, seht hier, was das anstellt, das Messer, ja, wie auch bei den 110er Modellen haben die, einen, also bei manchen Modellen haben die einen Liner Lock, ja, wie ich schon sagte, das hätte man ein bisschen tiefer reinlaufen lassen können, das wird für einige Leute, die vielleicht ein paar schmalere Hände haben, wird das ein Hotspot werden, ja. Das hier sind wahrscheinlich Nylon-Griffschalen, das weiß ich nicht so genau. Was steht hier? Taschenmesser mit Sicherung. Die Klingen sind aus rostfreiem Qualitätsstahl hergestellt. Der konische Flachschliff der Klinge garantiert eine höhere Schneidfähigkeit des Messers. Mhm. Die Hauptklinge wird im offenen Zustand durch einen Linerlock verriegelt. Die Griffschalen sind aus rauem Mattkunststoff für ein sicheres Ergreifen hergestellt. Das Messer ist mit einer Aufhängöse versehen. Inox 420. Ja? Inoxidable 420. 420 ist jetzt nicht so unbedingt der Hightech-Stahl. Ja? Aber ich sag mal so für EDC-Tätigkeiten. Ja, ihr seid irgendwo, ich weiß nicht, ihr geht. Übrigens, kleines Klingenspiel, ja? Wenn man drückt. Aber dann drückt einfach nicht. Hätte man bei Apple gesagt. Ja? Ja, weil der Druck, der kommt ja von oben nach unten, ja, beim Schneiden und drückt somit die Klinge nach oben. Trotzdem macht das einen komischen Eindruck. Das ist aber nicht weiter schlimm. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Ja, ansonsten ist das Messer ordentlich gearbeitet. Wir haben keine Spaltmaße. Ja. Und der Liner Lock, der wird von links nach rechts hier rüber gedrückt, ja, und das ist mal ein Sicherheitsaspekt,
ja, dass man dann nicht aus Versehen rüber drückt und öffnet dann das Messer und das klappt ein. Ja. So, wir haben. Das Messer steht ordentlich im Heft drin. Ja. Vergesst nie, dass beim Liner-Lock, wo der Lock auf Spannung ist, ja, dass der immer ein bisschen die Klinge rüber drückt. Das ist natürlich eine genietete Konstruktion und hat, sagen wir mal, nur eine Klinge. Das reicht aber auch. Ja. Preis ist mir jetzt nicht bekannt. Das Messer ist mir vom deutschen Reseller oder wie soll man sagen, der ständigen Mikrovertretung in Deutschland zur Verfügung gestellt worden. Für ein offenes Ergebnis. Ich werde für mich, für meine Teile, diese Öse hier wegschleifen, also beischleifen, dass es hier gerade ist. Und ich werde wahrscheinlich auch hier das so gut, also beischleifen und so, dass es für mich praktikabler ist. Jetzt gehen wir mal auf die Klingenstärke. Zero. Sind wir bei 2,2. Ja. Hier unten vor der Phase 0,2. Stärke hier 15,2 und die Höhe hier 21,2. Klingenlänge liegen wir bei 86 mm verwertbare Schneide 80,5 und eine Gesamtlänge von muss ich so messen, ich habe nämlich mein Metermaß vergessen, 11,10 86 plus 11, ne? So, ist gut. So ein leichtes Messer von 88 Gramm, ja? EDC tauglich. Ist gut. Also mir gefällt das. Ne? Auch wenn es mit Sicherheit Leute gibt, hier ist das Zeichen vom Mikrof drauf. Ja. Kommt in so einem relativ simplen Kartönchen daher. Czech Republic Traditional Czech Producer Mikrof since 1794. Und da seht ihr, wie das Gebäude aussieht, aber nur das bei vielen Solingern mittlerweile weiß, haben die Gebäude mal ein bisschen größer gemacht als tatsächlich. Aber so groß soll das auch sein. Sie haben es hier noch ein bisschen abgebildet. Ja? Piktogramme bitte nicht werfen, nicht verbiegen, nicht jemanden mit angreifen, keine Säure und kein Wasser. Ja? Also bitte trocken halten. Alright. So, das war das Mikrof Praktik. Link packe ich in die Beschreibung, falls ich eine finde. Ja, wahrscheinlich auf Amazon. Und sagt danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, mein Dude. Schwenk den Hut. Tschüss ab und schwenk die Kapp. Euer Waldmeister. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Aufschneiden Schnipp.